Ein herzliches Hallo und damit willkommen zurück hier bei Escape from Tarkov and Ultimate Single Player Season Nummer 2, liebe Freunde. Und ich habe ein bisschen aufgeräumt. Ein Fauxpas habe ich gemacht, natürlich das Magazin weggeschmissen. Ist so. Habe ich nachgekauft, ich habe ausgeräumt. Wir haben ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken. Das Multitool ist am Start. Wir haben auch hier wieder aufgepoppt quasi den Golden Star. Den werde ich jetzt mal ad acta legen. Da werden wir uns was anderes für herzaubern. Und zwar, denke ich, werden wir uns mal wieder auf die Vaseline beschränken. Das, glaube ich, ist eine ganz gute Sache. Ansonsten sieht das hier sehr, sehr gut aus. Und ich glaube, so könnten wir theoretisch joinen. Wir werden das Ganze natürlich noch ein bisschen verkaufen. Wir brauchen Kohle, deswegen... wir haben, glaube ich, überall genügend Kohle, außer... hier, ja, jeder Dollar hilft, ne? Da müssten wir auch noch was reinbringen, aber wir haben hier genug, wir haben da genug, wir haben überall genug Kohle reingesetzt, deswegen geht das Ganze hier natürlich an Therapist, damit wir so ein bisschen, ja, 100 und wunderbar, die Achsen mit 150.000, das ist gut, das hat so ein bisschen, ja, den Verlust vom letzten Mal wettgemacht. Okay, wir haben alles, was machen wir noch? Wir bringen natürlich die beiden Sachen rein. Das eine ist bei You've got a mail, turn in. Sehr schön, haben wir geschafft. Sind 4000 XP. Wunderbar. Glory to the locate the apartment of Pepper's friend on streets of Tarkov. Ja. Müsste ich nochmal nachgucken, ob wir da einen Schlüssel für brauchen. Wahrscheinlich kann sein, dass wir Skybridge brauchen, oder? So, receive. Jawohl. Haben wir. Wunderbar. Den will ich behalten. BP-Munition natürlich auch. Logischerweise. Können wir den hier reinpacken? Ja, sehr schön. Und den Helm, den wir gefunden haben, den habe ich übrigens hier gepackt, weil das ein sehr guter Helm ist. Schlussendlich. Und den werde ich nicht mit so einer kleinen Rüstung hier versetzen. 28.000 Rubel. Perfekt. Sehr schön. Dann der zweite. Das war, glaube ich... Nee, das war Therapist tatsächlich auch. Population Census, jawohl, reingebracht. Sehr schön, Urban Medicine. Ja, das sind Dinger. Locate the Camel Report and Streets. Das müssen wir auch nochmal. Und Pets won't need. Locate the Vet Clinic on Streets. Locate the Scout X-Ray Technic Room on Streets. Okay, das sind Dinge, da muss ich mal eben kurz nachgucken. Das eine ist das. Glory to the... Das schauen wir mal eben nach, oder das will ich mal eben schnell nachschauen. Da, Glory. Glory. Das ist Part 1 und dazu ist es nötig, ein Key? Nein, tatsächlich nicht. Steht nirgends bei Requirements. Ja, okay. Aha, okay. Das ist einfach nur das Apartment finden. Mhm. Können wir machen, wenn wir in der Nähe sind. Und das schauen wir dann in Raid nochmal nach, logischerweise. Und dann haben wir Urban Medicine. Das will ich auch nochmal eben checken. Urban Medicine. Okay. Das wäre im gleichen Gebiet übrigens. Oha. Oha. Das ist in der Garage. Das ist. Da ist ein Bossgegner. Cabin. Genau. Das wäre da. Ich werde mal gucken. Ja, wir nehmen uns eine Dings mit. Eine Flash. Und schauen mal nach, ob wir da reinkommen können oder nicht. Ich bin mir nicht ganz so sicher. So, und Pets won't need it. Das wäre dann das dritte schlussendlich. Zusätzlich zu dem, was wir natürlich noch vorhaben. Pets won't need it. Das ist Part 1. Ne? Wird hier tatsächlich als nur eine beschrieben. Okay.
Dazu brauchen wir den X-Ray Room Key. Schauen wir mal, ob wir den X-Ray Room Key entsprechend haben können. Keys, Mechanical Keys. X-Ray. X-Ray Room Key. Okay, der ist gar nicht so teuer, liebe Leute. Der ist gar nicht so teuer. Wir kaufen ihn. Und dann nehmen wir ihn einfach mal mit. So, perfekt. Falls wir in die Nähe kommen. Das entscheidet sich aber gleich, wenn wir nämlich auf die Streets, auf die Karte gegangen sind. Und dann schauen wir uns die Tasten nochmal. Ich kann nicht die eigentlich vorab schon sortieren. Streets of Tarkov. Die drei wären das. Audit. Urban Medicine, Petsbow, Needed. Wir werden sehen. Wir werden sehen, liebe Leute. Gear ist in Ordnung. Healthy sind wir auch. Alles ist tippitoppi. Okay, dann würde ich sagen, lasst es uns probieren. Wir werden natürlich auf... Nein, sorry. Wir werden auf Streets gehen. Und ja, liebe Leute, für euch ein kleiner Schnitt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir, liebe Leute. Damaged House ist ein Punkt, wo wir raus können. Und wir sind wo gespawnt? Ist das nahe der Pet-Klinik? Das könnte sogar so sein. Ja, das ist nahe der Pet-Klinik. Die ist nämlich da oben. Perfekt, dann laufen wir doch mal dahin. So, und jetzt werde ich erstmal checken, wo genau wir denn da überall hin müssen. Das ist Pet 2 Needed, ne? Pets. Pet 2 Needed Part 1. Und da müssen wir hin. Okay, das eine ist hier, da rein, um die Ecke, jawohl. Okay. Wir sind hier, glaube ich, schon ganz richtig. Genau. Subtask ist erledigt. Und jetzt müssen wir... sorry dafür. Jetzt müssen wir quasi... X-Ray Control Room. Okay, das ist quasi gleich gegenüber, wenn ich das richtig sehe. Das ist quasi hier hinter. Hier müsste es eigentlich sein. Hier drinnen. Das ist auch nicht. Aber ich glaube, wir sind nah dran, ne? Okay, okay. Das sind Toiletten. Dann muss ich hier hoch open.
Ah, das sieht fast... Unlock, ich glaube, das ist es. Jawohl, sehr schön. Saliva, wunderbar. Und wir haben hier... Jetzt quasi auf der richtigen Seite, ne? Ich würde das nochmal filtern. Wir haben hier nicht Any Location, Streets of Tarkov. Da sind wir rangegangen. Dann wäre noch Audit haben wir. Ach ja, haben wir natürlich nicht, ne? Genau, das haben wir natürlich nicht. Das müssen wir auch noch machen. Urban Medicine, das wäre das Chemielabor. Und Pets Won't Needed haben wir quasi abgeschlossen. Wir müssen jetzt nur noch Exit und Surviven. Urban Medicine. Da schauen wir nochmal eben nach, wo das nochmal war. Urban Medicine. Und das wiederum. Ah ja, genau, das war da. Das möchte ich ehrlich gesagt erstmal gar nicht so in Angriff nehmen. Das wäre jetzt die Frage... ob das Sinn macht. Das wäre die Frage, ob das Sinn macht, weil die werden, wenn überhaupt, werden die mich jagen. Die werden mich richtig jagen. Okay, das lassen wir mal außen vor. Dann haben wir Glory to the... Glory to the... Ja. Okay, das wäre ein Stückchen hoch. Da drinne, jawohl. Habe ich verstanden. Glory. Das wäre da rein Durchbruch und darüber. Über den Durchbruch, ne? Aber wir könnten auch von hinten reingehen. Ja, das werden wir mal probieren, liebe Leute. So, ich habe jetzt viel gequatscht gerade. Dünnpfiff eigentlich auch, ne? Jetzt quasi hier vorne vor. Ich muss gucken, dass ich da vorne reinkomme. Jetzt sind wir, hier ist der Durchbruch, genau, jetzt müssen wir hier um die Ecke rum, da durch. Mal vorsichtig sein. Einer.
PS, PS, PS. Da hinten ist Collapse Crane. Aber wir haben doch... Moment, jetzt mal kurz gucken. Damaged House, das wäre natürlich perfekt, da rauszuschlüpfen. So, und jetzt muss ich noch mal eben gucken. Ja, das ist immer, wenn du dich sofort irgendwie... Okay. Ist das irgendwie durch oder was? Hoch. Das ist hier die dritte Ebene. Das muss ich aufmachen und darunter müssen wir jetzt wohl. Dann sollten wir es eigentlich... Aha, sehr schön. Wunderbar. Das war Dislocaten. Use all. Und dann zieh dir den Pineapple Juice auch noch rein. Es gibt Energie. Und trinken. Und die Milch meinetwegen auch noch. Sind wir dann wieder auf den Beinen. So, jetzt ist die Kernfrage ist, ja, da drüben müssten wir eigentlich auch hin, ne? Und die Kernfrage ist, ob wir das riskieren wollen. Raus. Ich bin gerade irritiert, Leute. Na? Ich muss mir erst mal wieder, sonst sehe ich mich ja gar nicht. So geht's. Muss irgendwie wieder nach oben kommen. Geht es nicht. Okay, danke. Danke dafür. So.
könnte es probieren, ne? Soll ich es riskieren? Ja, da waren Minen, ne? Ja, Leute. Es tut mir leid. Mein Fehler. Da waren halt einfach Minen. Oh. Man sollte es halt einfach nicht machen. Eieieiei. Mit mir ist auch nichts anzufangen in letzter Zeit. Es tut mir furchtbar leid. Aber wir könnten noch eine Runde probieren, mit dem Karabiner auf Factory zu gehen. Das können wir noch machen. Das wäre noch drin. Ach, wir haben noch eine Belohnung, ne, von Therapist. Ah ja, Saliva und Mad Tools. Ja, ja, doch. Das kann man durchaus behalten. So, so. Das geht dahin. Die Mad Tools können auch mit weggepackt werden. Das kann dahin. Das kann dahin. Und der Rest kann da rein. Sehr schön. Und ja, meine. Was ist das für ein Key? Radar Station, Bomb Shelter, Federal Reserve. 1807 RBPP, keine Ahnung, ob der was wert ist oder nicht. Wir behalten ihn, genauso den X-Ray. Und das sind die 50 Schuss hier. Ja, okay. Probieren wir es? Wollen wir es probieren? Machen wir sie? Da sind noch 5 Schuss. Die S-Munition. Ah, komm. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Wir heilen uns. Alles ist tippitoppi. Lass uns noch eine Runde gehen. Ich weiß. Kein Schutz, nix. Aber vielleicht holen wir noch eine Kleinigkeit raus. Ich würde mich freuen. Definitiv. So sieht's aus. Okay, lass es machen. Kurzer Schnitt für euch. Und wir sind auf Factory. Bis gleich. Oha. Sehr gut. Ich habe übrigens den Factory Key nicht mitgenommen. Das macht total Sinn. Ich hoffe, dass mir jetzt leider für die Flinte läuft. Noch keinen. Ich höre einen.
gucken, wenn du drauf wartest, ne? Also bin ich attacked and cursed, ne? Mit der Ausrüstung. Wow. Okay, sehr schön. Rolaudo. Schauen wir mal, was er drin hatte. Also ich finde, das ist schon, das reicht eigentlich schon. Wir haben eine M4, die müssen wir schon mal nicht mehr kaufen, die können wir schön entsprechend modden. Wir haben einen Rucksack. Wir nehmen noch mit, was wir können und dann sehen wir zu, dass wir rauskommen, Leute. Suppressor ist auch noch drauf. Dorms 114. Nice. Die ganze Zeit haben wir gesucht und versucht zu finden. Ja, nice. Sieht doch gut aus.
Nein, riskier es nicht. Nee, nee, Leute, alles cool, wir nehmen die M4 mit. Das reicht für den Raid. Völlig aus. Perfekt. Das sollte es ein bisschen wieder rausholen. Und zumindest können wir schon mal ein bisschen die M4, uns eine 4 bauen. Das wäre schon nice. Und wir haben Music Kill. Wir haben Music Kill. Ich weiß noch nicht, ob unter 25 Meter. Doch, müsste eigentlich unter 25 Meter sein. Das heißt, ein Teil dieser Jägerquest haben wir an der Stelle theoretisch erledigt. Das schauen wir uns jetzt nochmal eben an. Na, komm schon, komm schon. Trader. Task. Ja, Einheit zählt. Wunderbar. Nice. Finde ich gut. Nicht sehr, sehr gut. Gehör mit. Ja, Lighthouse. Okay, verstehe ich. Alles cool. Ja, perfekt. Liebe Leute, wir haben eine M4. Die können wir, denke ich, noch modden. Das werden wir auch noch tun. Das passt. Wir haben mit der Mosin einen ordentlichen Kill abgelegt sozusagen. Die können wir auch mal hier runterpacken, genauso wie wir die dann dazu packen können, damit wir ein bisschen mehr Platz schaffen. Dann können wir das Hold the Neck, können wir doch auch hier hinpacken, ne? Ja, sehr schön. Sieht besser aus so, ne? Mhm. Sehr gut. Dann kann das verkauft werden. Das kann alles schlussendlich verkauft werden. Der andere Kram packen wir hier meinetwegen rein. So, 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 so. Verkaufen. Dorms kann verkauft werden. Rubel brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber meinetwegen kann hin verkauft werden. Die Vaseline kann damit rein. Jawohl. Zack. Natürlich oben mit rein. Macht auch super Sinn an der Stelle. Das kann verkauft werden. Die Granaten wollen wir natürlich behalten. Meinetwegen können wir das genau so lassen, wie es gerade ist. Für die nächste Runde. Das Dogtech kann damit hin. Was haben wir für Munition geladen? Ja, die ist jetzt 856, ist jetzt nicht so nice, ne? Die ist jetzt nicht so geil. Wir unloaden das Ganze mal. Bevor wir gar nichts haben, ne? Packen wir das mal dahin. Wir haben das Mac Case. So, so, so. Und den damit hin. Fertig. Sieht das mal gut aus, liebe Leute. Ich würde sagen, an der Stelle, ja. Das war's. Ja, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt und euch der ganze Scheiß gefällt, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Gerne auch eure Däumchen unter den Videos und ganz wichtig, schreiben wir es in die Kommentare. Dann versucht das umzusetzen. Am liebsten sind mir natürlich Tipps, wie ich besser werden kann schlussendlich. Und ja, aber ansonsten schreibt mir auch gerne einen anderen Schwund rein. Ich höre mir das gerne an und ich mag sowas. Mehr bleibt nicht zu sagen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.